Designerin, Gestalterin von Bedienoberflächen, arbeite jetzt seit ein paar Jahren mit Kindern, nicht schon mehrere Jahre mit Kindern im Bereich des Gestaltens und seit letztem Jahr mit Kindern im Internat. Und ich hatte dann eine Holzwerkstatt, wo die Kinder dann sich einfach ihre Ideen umsetzen können mit meiner Unterstützung. Und das macht viel Spaß. Ja? Die kommen da in ihr Potenzial und dürfen Fehler machen. Und das ist schön zu sehen, wie die sich so entwickeln beim Tun. Genau. Durch eine Freundin, die im gleichen Ort wohnt, die hat die Ausbildung gemacht bei Daniel und war total begeistert über die Erfolge, die sie selber erzielt hat durch die Übungen. Also, man hat das richtig gemerkt, wie sie halt strahlt. Und dann hat sie davon erzählt und ich war Feuer und Flamme. Ich habe gedacht, Mensch, das hört sich gut an, das möchte ich auch machen. Also ich kann das vielleicht irgendwie gut in die Kinderarbeit einbringen. Also die Methoden finde ich persönlich der Hammer. Ja, also es sind einfach Methoden, mit der man sehr effektiv, ganz schnell irgendwelche Blockaden in allen möglichen Richtungen auflösen kann. Ja? Was mir gefällt, ist, dass es geht darum, nicht viel zu quatschen. Man macht die Übung und kann ganz schnell oder kommt ganz schnell irgendwie in das Potenzial oder kann alte Sachen auflösen. Und das ist das, was mir total gut gefällt. Super! Wenn ich an Daniel denke, dann denke ich, er hätte Schauspieler werden können. Er erzählt es so lebhaft, es wird überhaupt nie langweilig. 8 Stunden irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir überhaupt da sitzen. Aber die Zeit vergeht wie im Flug und Daniel ist einfach großartig. Punkt. Mehr muss ich nicht sagen. Ja, dadurch, dass wir sehr nah zueinander kommen und auch sehr persönlich mitbekommen, welche Themen die einzelnen Menschen haben, entsteht da was total Tolles, sehr Tiefes, was sich, denke ich, über das Seminar hinweg weiter gestalten wird. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, ich kriege das selber mit am Internat, wo ich arbeite. Ich kriege das mit bei meiner eigenen Tochter, die ist auf dem Gymnasium, bei meinen Kindern. Der Bedarf ist enorm groß und ich wünschte mir, dass diese Methoden bekannt würden, sich immer mehr in die Köpfe irgendwie, dass es reinkommt und dass die Kinder wirklich profitieren können davon. Das Potenzial ist definitiv da. Man muss es halt bekannt machen.